Endlich wieder Freitagabend, ein neues Video. Herzlich willkommen bei Unicorn. So, heute gibt es mal wieder ein Boomer-Video und zwar das zweite. Viele haben mich gefragt und nochmal geschrieben, gibt es noch eine andere Variante, die man machen kann, wie man es machen kann, und es gibt natürlich unzählige Varianten. Und heute möchte ich nochmal auf zwei eingehen, und zwar einmal die Tupf-Variante und noch einmal die Variante mit einem Pinsel, mit einem extra Nail-Art-Pinsel. Das möchte ich euch heute zeigen. Und ganz wichtig, bis zum Schluss dranbleiben, denn dann gibt es noch ein kleines Gewinnspiel. Dann möchte ich natürlich auch noch ein ganz herzliches Danke sagen an zu der Firma Fingerspitzengefühl, besonders an die Nicole und an die Jenny, die immer meine Pakete so nett packt. Die haben das Video heute möglich gemacht, die haben für die Produkte gesorgt und natürlich auch für das, was es später zu gewinnen gibt. So, ich fange jetzt erstmal an, den Nagel zu verlängern, weil die Nägel, die ich jetzt benutzen möchte, sind ein bisschen kurz. Ja. Die Nägel sind vorbereitet, also es ist Primer drauf. Und als nächstes mache ich noch schnell das Haftgel drauf. So, Haftgel nehme ich das Extreme Bond, auch von Fingerspitzengefühl. Und das kommt jetzt hier einmal dünn auf den Nagel drauf. Dürft ihr auch gerne ein bisschen einmassieren. Aufpassen, nicht an die Nagelhaut kommen, ganz wichtig. Aber das kennt ihr ja schon. So, und dann wird das Ganze für 120 Sekunden einmal ausgehärtet. So, heute werde ich auch mal ein bisschen andere Schablonen benutzen, und zwar diese hier. Die sind auch von Fingerspitzengefühl, bin ich sehr gespannt, habe ich noch nicht ausprobiert, wie die funktionieren. Aber ich denke mal, also kleben tun sie schon mal sehr gut. Ja. Ich denke mal, das wird auch damit sehr gut funktionieren. So, dann wieder hier auseinanderreißen, also diesen Punkt habe ich hier hingeklebt, damit das Ganze hier gleich stabiler ist, wenn wir das den zusammenklappen. Ja, und dann nehmen wir uns die Hand. So, jetzt gucken wir erstmal, ob die Schablone passen würde. Einmal auf Passgenauigkeit testen. Ich schneide die noch mal ein bisschen. Klingt sehr gut. Was los? Ich schneide die noch mal ein bisschen ein. Ist auch sehr schön angezeichnet hier. Mal so einen kleinen Keil reinschneiden und dann passt das Ganze doch schon ziemlich perfekt. Beim Aufkleben darauf achten, dass ihr die Mittellinie, also diese Linie, dass diese Mittellinie auch in der Mitte des Nagels ist. Die Flügel dann einfach zusammenklappen. So, und dann haben wir schon mal die erste Schablone dran. Ich mache dann direkt noch die zweite dran, damit wir es direkt in einem Rutsch verlängern können. Und dann geht es direkt mit dem Gel weiter. So, Schablonen sind dran. Gel nehme ich mein Lieblingsgel, dieses Naturpink. Ja, was soll ich sagen, es ist wirklich mein Lieblingsgel. Es hat erstens eine schöne Farbe, es ist ein Camouflage-Fiberglas-Gel. Schon fast leer, ich habe aber noch ein neues da. Es ist sehr formstabil, man kann es super modellieren, es rutscht nicht schnell, es rutscht nicht zur Seite oder so. Also es ist wirklich wunderbar zum Verlängern, und ja, das machen wir doch jetzt mal.
Erstmal mache ich eine dünne Schicht auf den ganzen Nagel. Und dann verlängere ich den Nagel. Bei den Schablonen sieht man natürlich auch, wenn ihr runde Nägel machen wollt, habt ihr hier schon so schön alles angezeichnet. Und das werde ich doch auch direkt mal nutzen. Oder sollen wir... na, wie heißt das? Eckige. Ballerinas machen. Ja? Ja, diese vorne. Ja, was du lieber magst. Okay. Ich habe mich gerade dafür entschlossen, Ballerinas zu machen, deshalb ignorieren wir mal diese Kanten und modellieren schon mal einen eckigen Nagel. Der wird nicht ganz so lang. Für Ballerinas darf die Schablone gerne ein bisschen enger zusammen sein. Und dann kommt das Ganze einmal für 20 Sekunden in die Lampe, weil ich möchte das noch pinchen. So, zum Pinchen kennt ihr ja schon, die Schablone erstmal entfernen. Natürlich vorher erstmal testen, ob das Gel okay ist. Wenn es Fäden zieht, dann ist es noch nicht gut, aber das passt hier ganz gut. Ich kenne das Zeug schon, deshalb weiß ich, wann es fest ist und wann nicht. So, dann ab damit. Einmal schon mal in eine vernünftige Form bringen. Mit der Pinch-Zette. Und dann einfach die Pinch-Klemme dran. Und dann ab damit in die Lampe. Zum kompletten Aushärten. Wenn ihr die Nägel nicht verlängern wollt, oder wie auch immer, dann braucht ihr einfach nur dieses Naturpink einmal komplett auf den Nagel machen. Und das machen wir, damit der Nagel schon mal vernünftig eine gleichmäßige Deckfläche hat und wir gleich den Babyboomer vernünftig verteilen können, sodass es auch schön gleichmäßig aussieht. Also dieses Naturpink ist auf jeden Fall schon mal die Grundierung für den Babyboomer. Und dann haben wir auch schon den gepinchten Nagel. Das Ganze mache ich jetzt noch schnell mit dem anderen und dann geht es auch direkt gleich weiter. So, jetzt haben wir beide Finger gepinscht. Jetzt gehe ich noch einmal drüber mit dem Naturpink. Ich möchte jetzt so eine relativ dicke Schicht auftragen, so dass das Ganze halbwegs deckt, so dass wir hier diesen Übergang vernünftig abgedeckt kriegen. Also so einen halben Aufbau, würde ich jetzt mal sagen. Ganz mache ich mit dem anderen Finger auch, da es ja nicht so dick ist, können wir es ruhig auf zwei Finger auftragen. Muss dann natürlich ein bisschen schneller arbeiten. So, und dann kommt das Ganze zum Aushärten wieder in die Lampe rein. 120 Sekunden. So, als nächstes werde ich das Ganze schon mal in Form feilen. Und dann werden wir den Babyboomer auch schon auftragen. Beziehungsweise diesen Farbverlauf, der den Babyboomer zum Babyboomer macht. Benutzen werde ich dabei diese Halbmondfeilen. Finde ich eigentlich ganz schön zu benutzen. 100, 180er Körnung. Ja, und wie ich das Ganze feile, zeige ich euch jetzt. Erstmal will ich vorne den Nagel schön gerade haben, so wie halt eine Ballerina aussieht. Und dann gehe ich auch schon direkt an die Seiten. Wichtig dabei ist, die Pfeile einfach nur gerade dran setzen und auch gerade bewegen. Nicht so hin und her eiern, ganz wichtig. Und fasst die Pfeile hier nur an einer Seite. Also nicht so feilen, sondern immer nur hier hinten fassen und dann mit der kompletten Pfeilenlänge einmal am Nagel entlang ziehen. Das Ganze macht ihr dann auch auf der anderen Seite so, also hier die Pfeile greifen und dann einfach nur gerade entlang gehen. Ich nehme meinen Mittelfinger hier als Abstandshalter, so dass ich immer schön am Nagel bin und nicht zu sehr auf die Haut der Kundin komme. Damit drücke ich auch die Haut so ein bisschen runter und dann gehe ich damit entlang.
Hinten an der Nagelhaut braucht ihr jetzt nicht so viel machen. Hauptsache, ihr macht jetzt erstmal vorne den Nagel schön, damit wir da den Babyboom auftragen können. Denn es kommt ja auch nochmal Gel drüber. Das heißt, das Aufbaugel. Und ja, deshalb machen wir den Nagel jetzt erstmal Hauptsache vorne schön. Ich feile den Nagel jetzt schon einmal in Form, weil wenn wir das nicht machen würden und den Babyboomer auftragen würden oder was auch immer, French oder Glitzer, und wir den so lassen würden, wie er gerade war, also so, und das später nachfeilen würden, dann würden wir uns hier wieder den French wegfeilen. Und das wollen wir ja vermeiden, deshalb bringen wir das Ganze jetzt schon mal in die grobe Ausgangsposition, den Nagel. Und dann haben wir eine schöne Ausgangsposition, um das Ganze aufzutragen. So, dann noch einmal mit Buffer drüber. So, immer schön von oben gerade drauf gucken, dass ihr die Form auch vernünftig trefft. Eine Ballerina geht halt vorne schön schmal zusammen. Da ist es jetzt euch überlassen, wie, oder der Kundin überlassen, wie schmal sie den Nagel möchte. Ich würde sagen, mir reicht das jetzt erstmal so. Genau. Und dann mache ich dasselbe mit dem anderen Nagel auch noch schnell. So, das Ganze ist jetzt zurechtgefeilt und jetzt mache ich noch eine Schicht von dem Naturpink einmal drüber, damit wir eine vernünftige Oberfläche haben, um gleich das weiße Gel aufzutragen. Nur einfach eine dünne Schicht. Mehr braucht ihr hier jetzt nicht beachten. So, und das Ganze kommt dann wieder in die Lampe rein. So, und jetzt kommt der ganze Clou bei der Sache. Und zwar tragen wir jetzt das Weiß auf in einem Farbverlauf. Dafür benutze ich das White Smooth von Fingerspitzengefühl. Und dann auch noch einen Nail Art Pinsel, auch von Fingerspitzengefühl. Und zwar ist das, ich glaube, der hier. Das ist hier so ein Set. Das könnt ihr in einem Set bestellen, diesen Pinsel. Ja, gibt es auf der Internetseite, werde ich unten auf jeden Fall auch nochmal verlinken. So, dieser Pinsel sieht so aus. Vorne hat er halt so, ich hoffe man sieht es, so kleine längere Härchen. Und damit lässt sich dieser Farbverlauf recht gut machen. Und das tun wir jetzt einfach mal. So sieht das Ganze aus. Ich trage erstmal vorne eine Schicht von dem Weiß auf. Da der Nagel relativ lang ist, machen wir das ungefähr so. Könnt ihr mit dem Dotting-Stick machen, könnt ihr mit dem Pinsel machen, könnt ihr mit allem machen, was ihr, womit ihr gerne Gel auftragt. Gucken, dass ihr nicht so viele Blasen drin habt, ganz wichtig. Und dann fangen wir an, jetzt mit diesem Pinsel das Ganze zu verteilen. Und zwar tauchen wir vorne in diese ganz dünnen Härchen einmal ein und ziehen das Ganze dann nach hinten.
auch schön an den Seiten drauf achten, dass ihr das Ganze eingearbeitet habt. So, und dann versuchen möglichst streifenfrei das Ganze zu verteilen. Achtet dabei darauf, dass ihr den Pinsel möglichst flach am Nagel haltet. Nicht so, weil so zieht ihr zu viel Material auf den Nagel. Immer schön flach halten und dann zieht ihr das einfach nur so lange hin und her, bis euch der Verlauf gefällt. So. Und dann kommt das Ganze wieder in die Lampe rein zum Aushärten. Wichtig ist dabei, dass ihr das auf die Schwitzschicht von dem vorherigen Gel macht, weil so verteilt sich das Gel am besten und lässt sich besser ineinander verblenden. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu beachten, außer wie gesagt den Pinsel möglichst flach am Nagel halten, ganz leicht nach hinten ziehen in leichten kleinen Bewegungen und euch dann zu eurem Farbverlauf hinarbeiten. Nicht verzweifeln, wenn das nicht beim ersten Mal klappt, denn kein Meister ist vom Himmel gefallen. Ganz wichtig, ich habe es auch nicht beim ersten Mal hingekriegt. Das Ganze braucht so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Gute Werbung. Das ist gut, ne? Ja, und dann kriegt ihr das auch hin. So, und jetzt kommt der Clou bei der ganzen Sache, und zwar Fingerspitzengefühl hat ein extra Boomer-Gel, Aufbaugel rausgebracht, das ist das Boomer Rosé. Das ist auch ein Camouflage-Fiberglas-Gel, also sehr schön zum Modellieren auch. Es ist standfest, genauso wie das Naturpink. Ja, und das verblendet das Ganze eben auch nochmal ein bisschen. Und ja, das machen wir jetzt einfach mal drauf. So, und hiermit mache ich dann quasi jetzt den Aufbau, das heißt den restlichen Aufbau. Den ersten Aufbau haben wir ja schon gemacht quasi. Und jetzt mache ich noch den zweiten. Jetzt modelliere ich richtig schön den Apex raus. Das heißt, hier an dieser Stelle ist die dickste Stelle. Und dann gehe ich nach vorne flach runter. Wer nicht weiß, wie Aufbaugel richtig modelliert wird, der darf sich gerne dieses Video nochmal anschauen. Dann gucken wir nochmal auf die Seite, ob das alles so richtig ist. Und dann kann das Ganze in die Lampe rein zum Aushärten. So, danach sieht das Ganze schon mal vorzeigbar aus. Das Ganze wird jetzt gleich nochmal gefeilt, aber bevor ich das mache, zeige ich euch noch die zweite Variante. So, zweite Variante. Hierfür cleaner ich den Nagel einmal ab, damit wir keine Schwitzschicht mehr haben. So. Und dann nehme ich ein Extremweiß, also ein sehr deckendes Weiß. Das ist jetzt nicht von Fingerspitzengefühl. Das habe ich noch übrig gehabt von irgendeiner anderen Firma, keine Ahnung. Und dann nehme ich mir erstmal so ein bisschen von dem Gel hier auf, ja, könnte eine Metallunterlage, Plastikunterlage. Ich habe jetzt hier von der Schablone das Papier, von die Trägerfolie quasi. Und dann nehmen wir uns diesen kleinen, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Ich habe irgendwie so eine Namensfindungsschwäche. Wir nennen ihn Puffy. Wir nennen ihn Puffy, gibt es auch bei Fingerspitzengefühl. Hier vorne ist so ein Schwamm drin und damit werden wir das Ganze jetzt auftragen. Kann man auch als Beauty Blender nehmen. Ist das so? Bestimmt. Weil der so puffig ist. Der müsste noch ein bisschen spitzer sein. Wir werden es auch nochmal, also Franzi wird es auch nochmal Beauty Blender verwenden. Was auch immer das ist. So, erstmal tupfen wir so ein bisschen Farbe auf den Schwamm. So. Und dann fangen wir an, das Ganze auf den Nagel zu tupfen. Hierbei müsst ihr natürlich gucken, wie weit ihr das haben wollt. Ich mache es jetzt erstmal hier so bis zum Übergang. Und dann nehme ich direkt noch ein bisschen mehr. Wenn ihr irgendwo zu viel habt, dann einfach mit einer trockenen Seite des Schwamms drüber gehen. Und dann kommt das Ganze in die Lampe rein.
Das Ganze lasst ihr dann ungefähr so 30 Sekunden aushärten. Da es sehr dünn ist, brauchst du nicht so lange aushärten. Und dann wiederholen wir das Ganze so, ja, 3 bis 4 Mal. Kommt drauf an, wie stark ihr die Deckkraft haben wollt. Gucken wir mal an. Ja. Ist zwar schon überhitzt, aber... So, und beim zweiten Mal tupfen wir nicht ganz so weit wie beim ersten Mal. Ich habe es immer gerne, dass hier in der Mitte, ich zeige es mal hier mit, dass hier in dieser Mitte ein bisschen mehr ist. Das heißt, dass die, dass der Farbverlauf quasi so geht. Deshalb tupfe ich in der Mitte mal ein bisschen mehr. So, und dann kommt das Ganze wieder in die Lampe rein. So, und die nächsten Male, ich mache es noch zweimal, tupfen wir immer weniger zur Mitte hin, also dass es an der Spitze immer heller wird, aber weiter unten ein bisschen transparenter ist. Und das könnt ihr so oft wiederholen, bis euch das Ganze gefällt. Und ja, dann geht's weiter. Vorteil bei dieser Variante ist jetzt, dass ihr das schön gleichmäßig auf jeden Finger auftragen könnt. Dafür dauert die halt ein bisschen länger, da ihr das Ganze 4 Mal bestimmt wiederholen können müsst, bis ihr eine vernünftige Deckkraft hinkriegt. Bei der anderen Variante ist es natürlich schneller, aber es ist natürlich auch ein bisschen fummeliger und ihr kriegt es nicht unbedingt so gleichmäßig hin wie mit dieser Variante. Müsst ihr euch jetzt natürlich aussuchen, wofür ihr euch entscheidet. Probiert am besten beides mal aus und sucht euch die beste Methode raus. Die Schwämmchen kriegt ihr natürlich auch wieder sauber, indem ihr einfach ein bisschen Cleaner auf eine Zillette macht. So. Und dann einfach die Zillette so ein bisschen mit dem Schwamm austupft. Quasi. Ich mache bestimmt auch mit Babyshampoo sauber, oder? Nee, das Gel. Das kriegst du nicht. Kriegst du nicht mit sowas weg. Kriegst du nur mit Alkohol weg. Wie alles. Alkohol ist die Lösung für alles. Alkohol hilft gegen alles. Ja. So, jetzt kommt auch wieder das Boomer Rosé von Fingerspitzengefühl zum Einsatz. Damit machen wir jetzt auch wieder den restlichen Aufbau wie gerade. Hierbei auch wieder den Apex hier in der Mitte schön ausarbeiten. Und dann das Ganze nach vorne ausblenden. So, und dann kommt das Ganze wieder in die Lampe zum Aushärten. So, jetzt der letzte Schritt, wir fallen das noch schnell nach. Wer die Fallschritte nochmal wissen möchte, einfach in dieses Video reinschauen. So, als nächstes kommt das Perfect Finish White Milky zum Einsatz. Das Ganze ist so eine milchige Versiegelung. Ich zeige es euch mal. Ja, damit könnt ihr das Ganze noch mal ein bisschen mehr verblenden. Wem das jetzt schon reichen würde, der kann das natürlich auch gerne mit einer normalen Versiegelung machen. Also mit einer normal klaren. Ich benutze jetzt einfach die mal. So. Und dann machen wir das Ganze hier auch nochmal drauf. Ich bin doch von Nummer 2. Okay, warum? Es ist vorne weißer. Das stimmt.
So, das Ganze ist jetzt einmal versiegelt. Das reicht wahrscheinlich auch. Wenn ihr es natürlich noch ein bisschen milchiger haben wollt, dann zweimal versiegeln. Ansonsten ist das Ganze jetzt fertig, wird ausgehärtet und dann sind wir fertig. So, das war's jetzt auch schon mit diesem Video zum Thema Babyboomer Teil 2. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr noch eine Variante wissen wollt, und zwar die Airbrush-Variante, dann bitte einmal unten in die Kommentare reinklöppeln das Ganze, damit ich weiß, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Weil Airbrush ist ja nicht für jeden was und ja. Ja, das Thema Airbrush ist letztens unten in den Kommentaren aufgekommen. Fand ich ganz interessant, deshalb, ja, wenn ihr es sehen wollt, einfach nochmal unten reinschreiben. So, kommen wir jetzt aber zum Gewinnspiel. Und zwar geht es um diese kleine, feine, schicke Box. Hier sind 12 Farbgele drin von der Firma Fingerspitzengefühl. Nochmal vielen Dank an euch, dass ihr mir das zur Verfügung gestellt habt zum Verlosen an meine ganzen Abonnenten. Das freut mich wirklich extrem, weil das ist wirklich ein sehr geiles Produkt oder Produkte, die da drin sind. Im Wert von 42 Euro sogar, also relativ teuer. Aber was müsst ihr tun, um diese formschöne Box zu gewinnen? Ihr müsst auf jeden Fall einmal Abonnent meines Kanals sein, weil das ist wirklich nur exklusiv für meine Abonnenten. Zum Zweiten müsst ihr einfach nur den Hashtag, den Hashtag Farbgel hier unten in die Kommentare reinklöppeln. Wirklich hier auf dem YouTube-Kanal, nicht bei Facebook oder Twitter. Das ist nämlich auch passiert beim letzten Gewinnspiel. Hier unten reinballern und dann nehmt ihr auch schon teil bei diesem Gewinnspiel. Das Ganze läuft dann bis zum 23. Das ist der Montag. Um 21 Uhr werde ich den Gewinner ziehen. Also keine Woche wie beim letzten Mal. Denn diesmal sind es wirklich nur 3 Tage. Also schön beeilen und fleißig in die Kommentare den Hashtag Farbgel reinhauen. Leider habe ich mit dem Kanal noch nicht die Kapazitäten, euch allen so eine Box zu liefern, aber der glückliche Gewinner darf sich dann über dieses geile Teil freuen. So, das war's jetzt auch schon mit dem Video. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Share, teilen, like natürlich sehr gerne, abonnieren auch, damit ihr auch hier mitmachen könnt. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Chris.